Und damit hallo und herzlich willkommen zur 216. Folge des Edex Let's Plays, wo wir ja letzte Folge mit der Macht der Mitte fertig geworden sind und hier jetzt am Erkunden waren. Den Bereich sind wir fertig, wir wollen jetzt hier unten erkunden und ja, sind am Erkunden. Erkunden, das Wort der Erkundenstunde. Also war ich jetzt hier schon? Nee, ich glaube nicht. Nicht vollständig, so wie es aussieht. Gut. Dann gehen wir hier weiter. Da war ich. Da oben waren wir ja, Macht der Mitte. Also geht es jetzt da weiter, richtig? Richtig. Ja, es gibt leider nicht viel zu erzählen. Da erkunden halt not the spannendste part of the game ist. Deswegen machen wir das auch über 200 Folgen erkunden, weil das halt nicht so spannend ist. Ne? Wir wollen euch ja nicht mit Informationen überschütten. Sondern ihr sollt ja leichte Kost bekommen. So, jetzt aber. Oh, wir haben Level Up. Jetzt weiß ich ja, warum mir das Level Up nie auffällt, wenn das so klein da links angezeigt wird. Ich habe schon so oft gehabt, dass ich Level Up hatte, mir ist es nicht aufgefallen. So, wir stecken alles auf Stärke, weil wir wollen ja Nahkampf skillen, ne? Da brauchen wir 85 Lernpunkte, 85 Attributspunkte auf Stärke. Und deswegen stecken wir hier das so rein. Da wir ja 5 Punkte pro Level Up brauchen, können wir ja nur 2 hier reinstecken. Ich bin gespannt, ob das noch mehr wird, sobald ich bei 80 bin, ob dann hier auf einmal steht, oh, weißt du, jetzt machen wir 10. 10 Lernpunkte pro Dingens, na? Pro Stufen. 10 Lernpunkte pro Attributspunkt. Oh. Mich stört ein wenig, dass wir hier im Wasser fighten. Das macht den Kampf unübersichtlich. Aber theoretisch funktioniert er genauso. Hat auch geklappt. Okay, gut. Wieder auf die andere Seite des Flusses. Da ich am besten diesen Fluss wieder als Erkundungsgrenze aussuche, ja, mache ich auch. Das heißt, wir laufen jetzt, da ich hier hoch will, würde ich sagen, laufen wir hier den Weg nach unten. Am Wasser entlang, was massiv spiegelt und blitzt. Ich habe keine Ahnung, wo die Sonne ist, aber im Wasser spiegelt sich die Sonne. Also normalerweise müsste ich die Sonne vor mir sehen, so wie die sich spiegelt. Also ich zeig's gleich nochmal, musst du es erstmal fighten. Also da kann die Sonne nicht sein und wenn die sich so spiegelt, müsste sie dort irgendwo sein. Da ist sie auch mal. Man schaut in die Sonne und man erkennt gar nicht, dass es die Sonne ist. Das ist traurig. Also durch die Bäume hier zum Beispiel erkennt man durchaus, dass da eine Sonne sein soll. Ne? Aber an sich laufe ich der Sonne entgegen und check's gar nicht, was jetzt nicht schlimm ist, aber ein bisschen traurig. Gut, wir laufen erstmal hier lang. Was haben wir hier? Nix. Hier war auch noch was zum Looten. Okay, das sah auf der Karte interessanter aus. Und vermutlich ist hier wieder auch gar nichts zum Looten, oder? Nee, halt wirklich nichts. Nicht mal einen Löffel. Ich weiß, ich habe meinen Anspruch schon echt runtergeschraubt, wenn ich sogar schon mit einem Löffel zufrieden bin beim Looten. So, auf geht's mit dir.
Da wollen wir hin. Das sieht interessant aus. Der Tunnel liegt auf. Es sieht interessant aus. Es ist vermutlich so langweilig wie immer. Ja gut. Wir fangen erstmal hier vorne an, wenn da keine Gegner mehr sind. Können wir ja zumindest hier erstmal alles looten. Ja. Kann mich irgendwer hören? Irgendjemand? Nachricht an jeden anderen Funkturm. Gibt es noch mehr Überlebende? Bitte melden. Ja, okay. Ich würde sagen, gab wohl keinen. So, müssen wir gleich noch gucken, ob wir den Funkturm hochklettern wollen. Oder nicht. Ich sehe keine Leiter. Also sparen wir uns den Stress da hoch. Oh, noch ein Gubbel-Gubbel. Sparen wir uns den Stress da hoch, auch wenn da oben durchaus was sein könnte. Aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich da hochkommen soll mit meinem Jetpack. Also, ne? Sparen wir uns, sparen wir uns. So, jetzt sind wir hier. Jetzt gehen wir... Ne, den Weg bin ich gelaufen, oder? Ja, ich bin auch hier runtergelaufen. Ich war jetzt bloß hier nicht. Ja, ja, gut. Das heißt, hier unten sind wir lang gelaufen. Und hier oben waren wir nicht. Beziehungsweise hier links auch noch nicht. So, ich habe hinten noch eine Pflanze gerade übersehen. Aber ich musste erstmal den Raptor töten. Hier war die irgendwo da. Wirklich fast nicht zu erkennen. Ach ja. Ich könnte mich jetzt beschweren, dass die Raptoren wieder so gut gehittet haben, aber eigentlich ist es mir egal. So, haben wir hier noch was? Nö, nö, nö. Nö. Sieht alles erkundet aus. Das war meine Brücke. Das war die Erkundungsgrenze mit dem Plus hier. Nehmen ja gerne so natürliche Phänomene als Grenze, ne? So, hier war ich jetzt, glaube ich, auch noch nicht, oder? Ah, doch, es kann sein, dass ich jetzt hier schon so halb war. Wie wir es gewohnt sind. Leere, tote Landschaften. Was ist das hier? Mhm. Gut, dann gehen wir dich noch töten. Nach Loot sieht es ja da nicht so aus. Hat doch eigentlich schon, aber ich erwarte da vorne jetzt kein besonderen Loot. Metallschrott ist klar. Elixidader, wir wissen bis heute nicht, wie man Erz abbaut.
So, und hier hinten habe ich noch, da war noch eine Pflanze. Während ich mal wieder wie ein Konsulärer an irgendwelchen Steinen hängen bleibe. So, den, wir sind hier runtergegangen. Den Weg will ich eigentlich erkunden. Eigentlich will ich nach da drüben. Ist ja irgendwie von Weitem. Also ich habe das gesehen, dass das ein Kritter ist, aber ich dachte, der wäre schon tot. Warum auch immer in meinem Kopf die Assoziation dafür da war. Aber es war auch nur ein Kritter, von daher war es jetzt egal. Ach hier. Da müsste gleich noch eine Spinne dort drüben spawnen. Nichts leichter als das. Und was haben wir hier? Ja. Naja. Nichts Besonderes. Und dann haben wir das ja auch so mehr oder weniger fast vollständig erkundet oder auch nicht. Jetzt gehen wir den Weg hier nach oben und gehen hier dieses Ding uns angucken, weil hier waren wir schon. Hier waren wir, glaube ich, nicht und hier waren wir nicht. Das heißt, wir gehen uns das hier noch angucken und danach fehlt nur noch dieser Bereich. Dieser Bereich und dann machen wir nur noch Main Story. Ich hoffe, ihr freut euch darauf, dass wir in den nächsten X Folgen nur noch Main Story machen und nichts anderes. Also natürlich, wir müssen dann überall noch hinlatschen und alles und bla, aber es passiert dann nichts Besonderes mehr, außer dass ich vielleicht nochmal irgendwo zu einem Lehrer gehe und Nahkampf lerne. Oder irgendwo nochmal gucke, ob ich vielleicht eine Waffe kaufen kann, was ich jetzt als unwahrscheinlich erachte, oder Rüstung. Aber an sich wird von meiner Seite aus dann nur noch dahin gerannt, wo die Main Story mich braucht. Mit den Leuten geredet, die ich für die Main Story brauche. Und dann wird geschaut, was abgeht. So, da wollen wir hin. Ich würde aber mal ganz kurz hier noch gucken. Weil diese Ecke sieht doch tatsächlich unerwartet interessant aus. Auch wenn ich nicht glaube, dass hier irgendwas Besonderes ist. Gucken wir es uns trotzdem mal an. Dass ich dem Wasserfall fast hochgeschwommen bin. Hat mich gerade mehr überrascht, als es sollte. Hier haben sie sich Mühe gegeben, dass man nicht so langweilig in das Wasser kommen kann. Na gut. Okay. Hier war der Game Designer noch, der zeigen wollte, was möglich ist. Hat hier den Baum verkackt. Naja, der zeigen wollte, was möglich ist. An den anderen Ecken haben sie es dann gelassen, weil keine Zeit und zu aufwendig. Und im Erklärungstutorial Wiki, wo ich auch immer, wurde unvollständig erklärt, wie man das Wasser dazu bringt, dass man da hochschwimmen kann. Also kann man an allen anderen Wasserfällen hinter das Wasser laufen. Und da die Spieletester nicht wussten, was gewollt war, haben die halt gedacht, naja, das soll halt darauf wirken, dass das so aussieht, wie als könnte man hinter den Wasserfällen irgendwelche Höhlen erwarten, was ja auch an einigen Ecken der Fall ist. Ergo, ist das der optimale Wasserfall? So sollte er aussehen. Alles andere ist abstraktes Game Design, was eigentlich gar nicht so geplant war, aber derjenige, der den Anfang gemacht hat und gezeigt hat, wie es richtig geht, hatte nicht genug Durchsetzungsvermögen und hat sich lieber um seine Freundin gekümmert, als sich darum zu kümmern, dass Elex überall den richtigen Wasserfall hat. Und hat sich gesagt, ey, ich krieg doch meine Brötchen, ist mir doch egal. Denn keiner wird mich dafür fertig machen, weil alle hinter Wasserfällen nach Höhlen suchen können. Und hat das vielleicht noch kurz argumentiert, aber ist in der Firma auch massiv gescheitert beim Projektleiter, der gemeint hat, ey, ja, ist deine Vorstellung, aber ist nicht unsere. Und hat dann so irgendwann einfach aufgegeben und ist einfach nur zu seiner Freundin gegangen. So.
Diese Story ist komplett erfunden. Oder auch nicht. Wir wissen es nicht. Aber es war mal so ein Einblick darin, wie Game Design ablaufen kann. Dass es wirklich so sein kann, dass es eine richtig ordentliche Ecke gab von ein, zwei Designern und alles andere haben dann irgendwelche anderen Teams entworfen und die wussten nicht, wie es, was genau richtig ist und beziehungsweise versuchten, was zu machen, was gar nicht so angedacht war. Und dann sind halt Sachen entstanden, die jetzt nicht schlecht sind, aber überhaupt nicht so angedacht waren, dass es sowas gibt. Und der eigentliche Entwickler hätte dafür vielleicht, oder das eigentliche Kernteam hätte dafür wahrscheinlich eine bessere Idee gehabt oder eine bessere Lösung geschaffen, aber gab kein Geld. Und die Lösung, die jetzt ist, ist ja auch gut, ne? Fällt ja keinen auf. So. Genug gerantet über Spieleentwickler. So, was haben wir hier? Es sieht hier auch komisch aus, aber nicht falsch, nur komisch. Gut, jetzt ist die Frage. Ich gehe zuerst hier lang, würde ich sagen. Ja. Der Weggabelung hier zuerst darunter. Wir gucken uns das andere auch noch an, aber wir gehen zuerst nach hier unten. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Hier ist auch wieder so eine Felsassel. Oh, da unten steht einer. Wo es von Weitem aussieht wie jemand, der mich gleich angreift. Aber vielleicht auch nicht. Hey, gut, dass hier mal jemand vorbeikommt. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Wir brauchen dringend ein paar Splitter. Wie wär's? Gibst du uns welche? Fünfhundert gleich. Na klar, ich hab's doch. Na klar. Ist das alles? Du hast doch mehr dabei, oder? Na, wenn du deine Kohle nicht rausrücken willst, dann müssen wir sie uns eben holen. Den hau ich um. Das war so dumm. Aber egal. Au, au, au. Au. Ich hab keine Ausdauer. Ernsthaft. Die machen keinen Schaden, ne? Aber ich kann halt aufgrund von Ausdauermangel nicht zurückhauen. So, hast du meine 500 Splitter dabei? Hat er, perfekt. Gut, also, an mir lag's nicht. Ich wollte nett sein, ich habe ihm 500 Splitter gegeben. Der hat mich trotzdem angegriffen, der hat mich nicht mal gefragt, ob ich noch mehr habe. Also, soll sich mal keiner beschweren, dass ich hier einfach so sinnlos Leute umbringe, ne? Die haben mich zuerst angegriffen. Also ich meine, es war auch schon ein bisschen überheblich, den einfach mal random geil 500 Splitter zu geben, aber es ist halt wirklich für meinen Charakter jetzt echt aktuell nicht mehr viel Geld. Also, wir haben wie viel? 22.000. Die 500 wären jetzt wirklich kein Problem gewesen für die. Von daher, ich bin... es wirkt vielleicht nach außen überheblich, aber ganz ehrlich... Eigentlich war es nicht falsch. So, wir braten einmal die 13 Fleisch, die wir hier noch haben. Und dann gehen wir in die nächste Folge. Und dann werden wir hier weiter erkunden. Ihr wisst ja, was der Plan ist. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da und schreibt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß. Und sage immer zum Schluss. Tschüss.